Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute und herzlich willkommen zur hoffentlich letzten Folge zu Pikmin 3 Deluxe mit mir und dem Sunny. Heute gehen wir ins Eisenfeld. Das ist so ähnlich wie die Rostschlucht ist, nur ein bisschen anders aufgebaut. Ja, ich sage extra hier so hoffentlich letzte Folge, indem ich einen Punkt noch schaffe. Nein, das wird nicht passieren. Ich habe die letzten zwei Folgen keinen Punkt geholt. Ja, so ist es auch richtig. Nein. Doch. Und ich muss aufpassen, weil der wirft man sehr gerne so einen eigenen Pickles aus Versehen. Och, das ist uns beiden schon oft passiert. Ja, also. Das ist uns schon so oft auf dieser Welt passiert beim alten Pickman. Das ist nicht mehr feierlich, wie oft uns das passiert. Einmal sogar so durchgehen am Werfen, merkt nicht, dass wir die Schlucht runterwerfen. Mhm. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass es hier beim Bingo-Duell jetzt kaum Neuerungen gibt, hingegen zum Alten. Ja, die dürfen das schon mal gut machen. Drei Pikmin reichen, um das da abzubauen. Aber nicht, wenn es so nah an seinem Papa steht. Es gibt auch immer auch noch die gelben. Ja, ich sehe es. Logisch, wenn wir den Volts da hier in der Nähe irgendwo auf der Map rumlaufen haben. Nee, muss nicht sein, dass es da noch zusammenhängt. Da war es auch noch kaputt. Okay. Ekelhaft! Was denn? Er wollte mich durch die Wand hindurch. Er will dich! Haut erstmal ab. Und lass ihn erstmal seinen Anfall haben. Boah, die brauchen sich auch nur einmal schütteln, die Viecher, und dann fliegen unsere halt auch die Pippe runter. Warte mal, ich mach das safe. Lass erst die Roten den da durchtragen. Boah, sie tragen es da lang. Und, alles, was ich gerade im Kopf hatte, wird immer in den Haufen geworfen. Ist doch immer so. Weil die Pikmin ihren eigenen Kopf haben. Oh, lecker, komm bitte. Der Blitz ist auf dieser Map so fies. Oh ja. Ah! Haben wir schon auf der anderen Map gesehen. Aber hier haben wir keine Flügel-Pikmins. Was ist denn los? Was denn? Warum gehst du nicht raus? Komm bitte! Einer ist die Klippe runtergeflogen. Na toll. Irgendwas habe ich hier doch gerade gesehen. Das haben wir nie angesehen. Vor allem, was auch fies ist, dass die Viecher oft auch dann mal anfangen, die Pikmin runterzuschmeißen. Ja, das, deswegen, das ist eine der schlimmsten Maps. So, mitnehmen. Ausgraben. So, mit den roten kann man das vielleicht tun. Ich mache hier gerade den großen Abtransport. Ja, ich merke. Ach warte, ich brauche die roten, damit sie das mitnehmen. Das ist doof. Nee, wenn die Wand drauf muss, gehen sie durch die Wand. Ach so. Ja, dann kann ich auch einfach die gelben. Ja, das hat mich auch gerade eben verwirrt. Ich dachte, die würden da auch durch das Feuer gehen und wollte die roten dafür dann nutzen, dass die das schon mal vortragen. Ja, die roten juckt dein Feuer nicht. Warum krieg ich nur die Zehner, Digga? Jetzt hab ich 20 auf Reserve. Nein, du Kleiner! Alter, sie runtergeworfen! Der hat gerade 20 Pikmin von mir runtergeschmissen! Du Kleiner! Mii!
Hier wirst du wieder zensieren, wenn du sagst, ich konnte gerade nicht anders. Habe ich höchstwahrscheinlich auch schon. So, bumm! Ach so, ich muss das Ding ja auch anzünden. Ich hab eins der Viecher gespannt in die Luft gejagt. Ja, sorry, aber. Mann! Was soll das denn? Das Vieh, das du da umgebracht hast, mal, ne? Nein, lass das in Ruhe! Es hat gerade meine Pikmin umgebracht. Es ist meine Kriegsbeute. Deine Pikmin sind das nicht falsch. Weil dein Ziel ist mir gerade beim Fahren. Also ich weiß nicht, wovon du redest. Das sind gelbe Pikmin, das bringt mir nichts, die dagegen zu werfen. Och Mann! Auf den Apfel! Komm, irgendwas Schönes. Ich hab hauptsächlich eine gelbe. Ja, ich weiß, deswegen habe ich jetzt den Blitz auch benutzt. Damit er weg ist. Das hat mir überhaupt nichts gebracht. Nee, nicht wirklich. So, das ist einfach ein Pigment. Hm? Ich dachte, das wäre eine Granate. Der Karte. Ach so. Ich wollte das eine. Da sind noch zwei! Die gönne ich mir jetzt. Ich könnte auch das Viech da oben bringen. Ja, das funktioniert auch. Alter! Ich lass dich nicht dahin! Kacke! Der Sieg ist mein! Aber ich will auch das hier haben. Die Bär. Könntest du auch einfach das Ding aufprügeln, oder? Ja, das dauert aber zu lange, weil du machst jetzt wahrscheinlich Abtransport. Ich will ja da lang, weil der irgendwie kürzer ist. Ach so! Und nicht in Ruhe. So, erstmal das. Nehme ich mir. Wo bist du? Da. Wenn schon eine epische Schlacht überstehen. Oh nein! Da will der mitmischen! Nicht mein Problem! Warum geht er wieder weg? Ja, kein Bock. Ich kann die Pikmin nicht zurückrufen, weil ich von deinem so sehr geärgert werde. Hä? Das hätte jetzt gewesen, dass er den Apfel runterschiebt. Ich hab so viel! Mir fehlt nur eine einzige! Ich hätte ihn einfach mitnehmen sollen. Das geht auch. Komm, gib die Mine! Jetzt. Hart. Das haben wir auch deine eigenen umgebracht, ne? Wie viele ich auf Reserve habe. Genug. Naja, jetzt können wir nur noch mit den Glücksmomenten gewinnen. Obwohl, ich kann das große Vieh noch einsammeln. Ich muss es sogar einsammeln. Es steht halt an deiner Base. Ja! Ich bin hier ein paar runtergefallen. Ich aber auch unnötigen Mist aus dem Bier. Ich muss es holen. Schaffst du nicht mehr. Ja! Dann nehm ich bitte, mal. Bitte! Ja! Ich wollte gerade planen, den 30 Mal und dich einfach umbringen. Mit der Glücksmummel, die okay, orange bekommen. Punkt, das war eigene Dummheit. Ich hätte den Apfel einfach abtransportieren können. Ja. Und den großen Weg nehmen können. Obwohl, du hättest mich auch da noch irgendwo aufhalten können. Ja. Weil ich hätte wirklich lange laufen müssen. Deswegen wollte ich das nicht aufschlagen. Und am Ende hatte ich jetzt übel Glück, dass ich oben die Murmel bekommen habe.
Wir sind beim letzten Match angekommen. Hoffentlich. Im Holzlabyrinth. Die größte Map von allen. Wir werden mehr als ein paar Mal auf die Karte gucken müssen. Ich hasse diese Map. Weil die so random ist. Vor allem im anderen Teil war die noch schlimmer, weil ich da keine Karte hatte. So, die Karte hilft ja auch nicht viel. Guck mal dir die Karte an. Ja, gut. Ist das Landmein aber auch mittlerweile noch gar nicht dabei war, ne? Bei unserem kleinen Kämpfchen hier. Ja. Vielleicht im letzten Match. Haben wir hier nur die Roten? Anscheinend. Okay. Also ich sehe keine andere auf der Karte. Doch, weiße gibt es, oder? Ja, es gibt noch weiße. Ah, okay, die weißen sind cool. Jetzt ja. So. Irgendwann würde ich den Pikmin gerne beibringen, dass sie die anderen ausgraben. Die Pumpkäfer, die sind so leicht zu besiegen. Also die sind echt keine Gefahr. Die kleinen jedenfalls, die großen nicht. Die großen, die bringen einen eher um. Den wischt man sie einen ab. Okay, mitnehmen, ich will mir erst die weißen da holen in der Mitte. Warum hast du schon wieder so eine scheiß Granate bei dir? Fragst du das Spiel, nicht mich. So. Ach. Hasse dich. Muss es töten. Das war Nummer 1. Leider sind die Viecher nicht so gefährlich. Hätte man weiß, dann Viecher vielleicht mehr Sinn gemacht. Vor allem, weil die Viecher, an deine Viecher kommt's aber auch dran. Vor allem, weil die Viecher so lange brauchen, um die zu verdauen. Ja, das hätte mich aber trotzdem umbringen können. Ja, ja, klar. So. Ich kann es zwar mit den Weißen abtransportieren lassen, aber ich krieg dabei trotzdem auch nicht so raus. Weil das Special Pigments sind. Achso, man kriegt ja keine Weißen. Nee, man hat die man von der Map vorgekriegt. Die geben einem die vor und die hast du dann. Die ist keine extra. Ey, sie ist von der positiven Seite. Deine sind auch frei. Brauchst nur noch in die Mitte gehen, dann hast du deine. Ja. Da ist noch so ein Hetzlon! Was für ein Hetzlon meinst du? Da ist noch eine dritte Qualle! Uff. So, jetzt kann ich euch das mal zeigen. Ich werfe da einen Weißen hin und ich lasse ihn jetzt extra fressen. Wenn man einmal so hat, dann kriegt er halt so eine Giftattacke ab. Oh, ich muss den Weißen anbringen. Abtransport, Jungs. Einfach mitnehmen, dann hat man ein paar mehr. Wo ist der Orca-Lock? Wo ist der Frosch? Ich baue den Weißen und den Frosch. Ich habe dafür noch leider viel zu wenig Progress gemacht im Bingo. Weil ich einfach du kannst ihn aber trotzdem aufhalten. Werde ich die Entscheidungsschlacht verhindern? Oder schafft es Sunny noch? Du wartest nur, bis ich bei irgendeinem Viech bin. Ja. Ich kann ihn nicht abtransportieren. Der kann das nicht durch die Wand, glaube ich. Oder? Nee, kann er nicht. Da ist er! Der Frosch ist schon tot. Verdammt. Aber warum hast du da vier Granaten? Ich find's schön. Alter, wie viele von den Scheißdingen gibt's auf der Map? Von den Quallen oder was? Ja! Ich sehe das bei dir, dass da sogar noch eine ist. Ja, ich glaube, die Runde habe ich leider verloren.
Ja, du könntest vielleicht mit Glück dieses Tauschding kriegen. Oh, ich habe keine Kubidos-Granate gerade in der Nähe, glaube ich. Doch, hast du. Ah, da. Warum hast du so viele bei dir? Wahrscheinlich spawnen die ganze Zeit dort und ich habe die halt nicht eingesammelt, weil ich nie dahin gegangen bin. Hm. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Und sonst gar nichts mehr. Weiße. Du hast genau alle Weißen erwischt. Ja! Obwohl einer hat überlebt. Ich habe so viele Pickens daran jetzt gerade verloren. Und jetzt sind so viele in der Base noch gewesen. Komm, gib mir was Schönes. Das nehme ich auch. Nur mal 10 Pickens mehr. Gib Schwurmel. Nein. Fuck! Yeah! Jeden Level Bingo. Oh, der schade. Ich gehe an Shining, ja. Ah, schade. Nach meiner Dummheit aus der letzten Runde. Ich wollte jetzt noch den. Ich war nämlich gerade. Ich wusste, wo der weiße Funkkiller war. Ich wollte ihn jetzt mitnehmen, damit du ihn nicht kriegst. Ja, ich habe ihn auch gerade gesehen, aber ich hätte ja immer noch den Frosch gehabt. Und mir dann die. Ich glaube, eine Limette ist das oder so. Hätte ich mir dann die geholt. Ist eine Limette. Ja. Schade. War aber ein knappes Duell am Ende. Oh ja. Schade, der kam weg, Sieg war da. Und 11 habe ich aufgrund meiner Dummheit verloren. Ja. Und bei den der vorherigen, da hatte ich, also bei Runde 10 hatte ich beispielsweise mega Pech, dass das Vieh die Bombe erwischt hatte. Das hier, keine ja. Ahnung, wie du die gewonnen hast. Teilweise ist es halt auch echt Pech. Also es ist halt zum Teil auch ein echtes Glücksspiel. Wenn ihr wollt, machen wir natürlich vielleicht nochmal so einen Runde. Aber der eine pickt mir in Runde 10. Göttlich! Er legt den Punktgeber im Alleingang noch um. Ey, dass der das, nicht gefressen wurde. Das war, wo ich mir dachte, ja, jetzt habe ich verloren. Ich krieg den nicht zurück. Das war's auf jeden Fall mit Pikmin 3 Deluxe. Sofern keiner von euch jetzt noch eine weitere Folge will, war das auch die letzte Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Videos und mit dem Projekt. Also ich zumindest hatte auf jeden Fall Spaß. Ja. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass keine neuen Maps dazu gekommen sind. Ja, aber dafür haben sie ja das Bonusabenteuer hinzugefügt. Das ist richtig. Wo du am Ende noch einmal mitmischen konntest. Ja. Die letzte Mission davon war auch ätzend. Zwei von, ich glaube, Stelzläufer heißen so, oder? Irgendwie sowas. Stelzläufer, ja. Das war's mit Pikmin. Au revoir und bis zum nächsten Projekt.